Guten Tag, hat er gesagt, und willkommen zurück bei Planet Crafter. Wir sind jetzt kurz davor, ja, endlich mal das Essensding da zu bauen. Dazu müssen wir ganz viel Sauerstoff herstellen. Die beiden habe ich hier geballert. Da muss ich natürlich auch noch eine Pflanze reinklatschen. Wir haben gar nicht so tolle Pflanzen mehr. Hatte ich nicht noch eine 250er? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber zumindest kommen die erstmal rein. Das ist gut. Und dann denke ich mal, geht es jetzt auch schon ein bisschen schneller vorwärts. Guck mal, Sauerstoff. Wir hängen jetzt noch mit dem Luftdruck hinterher. Sauerstoff ist jetzt am meisten gesättigt. Da brauchen wir 12 oben, ne? Dann können wir das Essen herstellen, weil ihr seht, wir leiden ein wenig Hunger. Durst geht ja, ne? Können wir Eis sammeln, aber Hunger ist eine ganz schlechte. Deswegen konzentrieren wir uns da drauf. Hoffen wir einfach, dass wir das nächste denn so machen. Für Luftdruck, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht. Guck mal, der macht, glaube ich, auch Luftdruck, aber gar nichts macht er. So, und der macht ja wenigstens hier Luftdruck 1,5, ne? Aber da ist er auch nicht. Ja, da wird ja Zeit, dass wir mal bei den nächsten haben, ne? Naja, okay. Das ist, ja, brauchen wir hier auf jeden Fall viel Titan. Da sollten wir eigentlich gar nichts mehr haben. Haben wir auch nicht mehr. Ja. Und wir haben die erste Uranhöhle gefunden. Was Tolles. Echt. Ja. Ich wollte eigentlich hier im Überdruss hier den hier nochmal bauen, hier den zweiten. Aber ich habe gesehen, dass wir ja bald den anderen hier haben, ne? Wenn wir 25, also jetzt sind nur 9. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Also gefühlt jetzt irgendwie gar nicht. Ne? Das ist eben so ein bisschen komisch. Ja. Und sonst so haben wir außer Sauerstoff. Ja, sind wir eigentlich bereit, hier noch eine Runde zu laufen, ne? Machen wir mal hier noch so eine Pulle. Und so, hier Abbaugeschwindigkeit könnten wir auch schon höher machen. Da brauchen wir Silizium und Superlegierung. Ich weiß gar nicht, haben wir das da? Superlegierung und ein Silizium. Ach nö, natürlich nicht. Naja, vielleicht. Guck mal, hier ist ja eins. Dann nehmen wir das zu schnell, ne? Nehmen wir das einfach mal hier auf die Schnelle. Und behalten das auch. Dann noch eine Superlegierung. Dann können wir das, glaube ich, auch so bauen. Kommunikationsanlage haben wir. Haben wir eigentlich den ersten? Haben wir, ach, den ersten haben wir ja noch nicht mal. Das braucht noch. Boah, jetzt geht es aber schnell hier. Okay, mal oben sind wir ja jetzt so schnell. Das haben wir alles gelernt, alles. Für die Energie ist der hier gut. Sonst so. Hier unten haben wir einen riesen Schritt gemacht. Okay. Magnesium. Den hier noch, ne? Ich glaube, jetzt können wir was machen, ja. Ja, dann brauchen wir wieder ein Silizium. Jetzt will ich das aber fertig bauen, verdammte Axt. Ich glaube, für den nächsten bräuchten wir wieder Silizium. So, erstmal den hier. Das ist auch noch was. Dann nehmen wir den hier in der, die Truhe gleich mit. Oder bauen die zumindest ab, dann haben wir das Eisen. Okay, mal hier auch. Ach, 300 und 300. Guck mal, ne? Wie ich gepennt habe. Das sind die ganz geilen Pflanzen und ich lasse die natürlich hier drin. Darfst du gar nicht erzählen. Darfst du ja wirklich nicht erzählen. Boah, liegt da noch ein Eisen? Ich werde bekloppt. Warum liegt denn so viel da? Ja, ist aber so, letztendlich hier in den, was wir denn besser haben als müssen. Wir können auch keinen Extraktor stellen und sowas. Ne? Ich wäre auch gespannt, was, was in diesem Gebiet hier, in dem wir sind, was da so Schönes gibt. So. Also den, ne, den haben wir auch noch nicht. So, den hier bauen. Den hier bauen. Können wir noch nicht. Aber erstmal ist egal. Den hier rein. Jetzt können wir ja hier die blöden Pflanzen auch mal erstmal austauschen. Guck mal, wir sind jetzt hier von 3 PPQ auf, ach ne, das ist 250. Auf 4, ne? Natürlich denn schon ein riesen Unterschied. Doch mal, wenn ich jetzt hier die noch mitnehme, kann ich da jetzt noch. Oh, ich kann auch 2 Stück bauen. Das wollen wir natürlich machen. Obwohl ich ja denke, dass die Energie jetzt gleich flöten geht.
Ja. So, das heißt jetzt hier Energie noch. Und der ist ja richtig teuer. Also, oh, und dann schon wieder Silizium. Warum denn überall Silizium? Hatte ich hier noch einen kleinen reingemacht, ne? Nee, ne? Guck mal, die können wir ja auch mal rausmachen. Dann können wir den hier reinmachen, den hier raus und den hier wieder reinmachen. Mal ein bisschen umsortieren, weil 300, geil, ne? Das ist ja ganz 200. Das ist noch der kleinere. Hat ja mehr Sinn, wenn wir das denn so machen. Gut, wir brauchen Silizium. Und allen möglichen anderen Kack noch. Vielleicht mal auch einen Schluck Eis. Wird ja eher eh mal so in die Richtung da hinten so laufen. Da finden wir noch ein, zwei Trinken. Hier sieht es sehr gemäßigt aus. Sehr, sehr gemäßigt. Da ist eine Truhe. Truhe ist immer Hoffnung. Trinken wir jetzt weniger. Wichtig. Oh, guck mal hier. Oxid liegt hier rum. Trinken hätten wir ja auch noch gehabt. Fällt mir gerade auf. Wartet hier hinter. Ach, das ist noch Dolomit gewesen, okay. Ja, das will ich gar nicht alles abgraben. Da, hier. Dass sich immer versteckene. Nee, da wollte. Oh, ich wollte das nicht. Nee, dann lieber erstmal Silizium hier voll machen komplett. Ich dachte eigentlich, hier geht es vielleicht unten rein. Oh, was ist denn da? Oh, schön. Ach, wir sind voll. Okay, hier gibt es noch ein Stuff. Okay, warum auch immer ich das so habe. Jetzt auch nicht. Oh, da müssen wir aber auf jeden Fall dann nochmal hin. Wir haben ganz normal hier so rein, ne? Ja, jetzt können wir den ja schon hier zünden, auf jeden Fall. Ja, ist immer gar nicht so einfach zu wissen jetzt, was man als nächstes machen soll. Man kann nicht viel tragen. Man hat endlos weite Wege. Also mir kommt auch viel, viel weiter vor. Die Wege hier und was hier so rumliegt als, also viel weniger, ne, auf der Entfernung gesehen, als noch beim Originalplaneten. Und natürlich dann immer schon ein Stück. Oben ist er irgendwie hängen geblieben bei 21,98. Du gar nicht mehr vorwärts. Genauso hängen geblieben wie ich gerade, ne? Okay. So. Ja, den hier wäre ja Kobalt. Haben wir sogar noch ein Stück. Was fehlt hier noch für den großen Kobalt? Und noch ein Aluminium. Aluminium haben wir nicht. Wollen wir erstmal nur einen kleinen bauen. Wenn der reicht. Okay, erstmal läuft alles. Aluminium wird schwierig. Bleib mal, wart ja bei der Kiste da hinten. Na, das könnte ja auch so sein. Könnte ich glaube irgendwas hier rein machen. Ja. Und den hier wieder. Wo ich auch noch einen zweiten bauen wollte, ne? Aber. Iridium.
Oh, das ist ja nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir da ein bisschen Iridium. Normalerweise wollte ich einen zweiten davon, von den Dolomit bauen. Aber wir finden ja auch noch Dolomit hier. Ist ja jetzt nicht so, dass das komplett überhaupt. Hier haben wir auch noch drei. Was kostet der denn? Ich finde es ja eigentlich Schwachsinn, weil wir haben ja hier bald einen. Und andererseits. Also, ah, guck mal, das ist bei 25. Ne, den kriegen wir jetzt her. Den fehlt aber trotzdem. Energie, Energie, Energie. Wir brauchen auf jeden Fall Aluminium. Und vielleicht noch zwei Kisten oder sowas. So. Also hier hinten mal wirklich diesen normalen, heftigen Krempel reinschmeißen. Sonst habe ich hier gar kein Gefühl mehr. Der Erzbrecher 2, der wird ja natürlich ein bisschen mehr kosten. Aber kein Aluminium mehr. Ah ne, der hat ja so oder so kein Aluminium. Steht da denn da, dass der mehr rausbricht oder zerbricht bestimmte Erze? Mehr daraus extrahieren. Macht eben noch mehr Luftdruck oder sonst so. Sieht da jetzt auch nicht anders aus, ne? Ich kann mir keinen Sauerstoff herstellen. Gut, ist aber noch schlechter. Ja, das ist natürlich dann eine tolle Sache. Mann, Mann, Mann. So. Ja, das ist doof. Also wenn wir hier jetzt kein. Ah, ich komme hier nicht lang, weil wegen Fettheit. Mann, Mann, Mann. Also wäre cooler gewesen, wenn wir hier irgendwas Tolles rausgebrochen hätten. Haben wir ja ein bisschen, aber. War als erstes, wenn sie den Dolomit brechen würden. Ich weiß ja nicht, ob das so rumgeht, ne? Aber wäre natürlich dann eine andere Geschichte. Ja, okay. Was machen wir als Erste? Ich würde sagen, dann lieber denn da hinten hin, dadurch, weil wir ja nichts haben. Müssen wir eh erst warten, bis der Dolomit bricht oder kurz warten. Ja, das könnt ihr eigentlich machen, ne? Weil ohne Sauerstoff macht keinen Sinn. Also sehen wir uns gleich wieder. Ganz einfach. Und ich habe mein wichtiges Kobalt. Sehr schön. Ich habe mir auch mal kurz ausgezogen. Nee, wundern. Das ist manchmal ganz schön ätzend, ey, ne? Das ist so, gehst du rum. Weil teilweise ist es dann zu kalt, dann sagst du, oh nee, lieber was anziehen. Ne? Und teilweise wird dann auch immer so warm. Ja. So, den hier noch rein. So, und hier den hier noch. Genau. Also, Aluminium ist dann das Letzte, was wir auf jeden Fall brauchen. Also, was heißt das Letzte? Aber das, was uns sehr begehrt. Müssen wir da hinten hoffen, dass wir irgendwie irgendwo Aluminium finden. Weil ich habe hier noch keine Ahnung, wo das hier rumstolzieren könnte. Also, wir haben auch noch kein Feld gefunden dafür, ne? Deswegen wäre dafür, dass wir hier auf der Suche. Weil wir denn ja eh wahrscheinlich eine kleine Base bauen sollten. Ich meine, das einsammeln, was wir brauchen. Zweimal Titan. Das Silizium. Ich glaube, da müssen wir nicht rein. Dann gehen wir lieber hier oben lang. Glaube ich zumindest, dass das der coolere Weg ist. Und Eisen. Hier ist auch nochmal Eisen. Dann haben wir eine kleine Base schon mal zusammen. Ich finde es eh cooler, wenn du überall so einen kleinen Hütten irgendwo hinbaust, ne? Ich weiß auch nicht hier, inwiefern das hier der zentrale Punkt ist. Wahrscheinlich schon. Aber sicher sein kann ich mir da ja auch nicht. Wir haben hier die großen Kollektoren. Das wäre, glaube ich, das cleverste, wenn ich A hier mir auch mal die
Kiste angucke. Und hier ist jetzt nichts Wichtiges drin. Das können wir gleich trinken. Und wahrscheinlich, wenn ich hier die alten Kollektoren abbaue. Also cleverer geht es ja dann gar nicht mehr, oder? Aluminium gekriegt, ne, siehst du. Aber ich bin auch komplett voll. Ah, ich kann schon gar nicht mehr alles mitnehmen. Ja, gut. Aber das hat sich ja schon gelohnt. Ja, gut, dass das mir aufgefallen ist noch von Weitem. Sonst wäre es traurig. Cool. Ja, dann können wir die neu aufbauen. Und dann denke ich mal, ist erstmal der erste Schwung Energieproblem beseitigt. Und dann kann man gucken, was als nächstes denn wichtig ist. Ich mache es ja immer eh so gerne gleichmäßig, da ich gucke, okay, die sind alle so in der gleichen Level. Und also die drei Werte hier, ne, gleichen sie aus. Also hier 9, 9, 15, das heißt eben als nächstes Sauerstoff und Wärme. Wärme wäre gar nicht mal so schlecht, weil wir ja... Jetzt sind die großen, ne? Geil. Müssen wir aber auch jetzt ein bisschen Energie im Überfluss haben. Weil wir ja ein bisschen Iridium gesammelt haben. Ne? Deswegen könnten wir auch wirklich die. Aber es fehlt mal wieder was? Aluminium. Okay. Denn wir haben ja drüben noch eine. Oh, jetzt wird es lustig, glaube ich. So, ah ja. Lass uns hier noch ein bisschen was bauen. Die können wir eigentlich abbauen. Ich habe schon wieder einen kleinen gebaut. Aha, gut, mehr geht nicht. Dam, 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 dam. Sehr schön. Guti. Nahrungszüchter. Brauch auch Aluminium. Alles braucht Aluminium. Oh Mann. Alles Aluminium. Ja, wenn man natürlich nicht weiß am Anfang, wo der Aluminiumfeld ist, dann wird es schwierig. Also dahinter könnten wir. Ja, wir gehen auch jetzt hier hinter. Kein Bock auf jetzt gerade eine neue Idee. Aber könnte natürlich auch sein, dass das jetzt hier so ein kleiner Reinfall ist. Ne? Aber ob so wird, keine Ahnung. Wir lassen uns überzratzen. Ja. Ja, ich glaube, den Kobalt nehme ich ja wenigstens einmal mit, ne? Den zweiten Brecher, ja, den muss ich mir auch merken. Das müssen wir ja unbedingt auch kloppen. Ja. Hier die eine Höhle, die ich schon gesehen hatte. Okay, was ist? Ah, okay. Wie ist denn Osmium hier unten? Oh ja. Oh, wichtig, wichtig. 215 nehmen wir auch mal gerne. Oh, ist okay. Ja, essen auch mal. Ist okay.
Links oder rechts? Alter Schwede, ey. Diese Welt ist geil. Einfach nur geil. Einfach wirklich nur geil. So, Essen nehmen wir mit. Oh, Explosives. Aber das ist noch gar nicht so interessant, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ja, weiß ich nicht. Macht doch gar keinen Sinn. Ich brauche Aluminium, verdammte Axt. Aluminium, Alu. Ja, genau, soweit hier vielleicht noch Stoff. 300, da macht natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube, ich habe 2 Kobalt. Ich glaube, ich baue mir hier eine Base. Ich habe, weil den sollte ich mir auch schnell was suchen. Zu wenig Eisen hier. Nee, doch. Aber das ist ja auch hier ein ganz, ganz eigenartige Gegend hier. Gucken wir mal hier, was da sein soll. Nüchte. Oh ja, die große Vorratsschränke. 350. Das macht natürlich den auch immer sehr viel Spaß. So, ich baue den jetzt hier hin. Guti. Puh. Lass mal durchatmen. Boah. Eigentlich würde ich ja gerne den. Ah ja, kann ich sogar. Dann können wir nämlich einen davon wieder bauen. Gott sei Dank. Wäre schön, wenn ich es wirklich sortieren könnte. Ist immer gut eigentlich, so was beizuhaben. Und nur ein Titan, das geht eigentlich auch noch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Werden wir unser Nachhause überhaupt mal finden? Oh. Hier gibt es super. Oh. Oh. Daher kommen wir wenigstens durch. Also. Okay, hier ist super Legierung von Hülle und Fülle. Also das könnte sein. Guck mal, da. Da hängt der große, die großen Flappen. Die großen Hoden. Die hängen da runter. Hier ist so ein Weg nach unten. Könnte eigentlich unser. Nee, irgendwie nicht, ne? Oder? Und wenn, dann ist er ja dahinter. Doch. Ah, okay, hier sind wir. Okay, Protokoll, Terraform. Oh ja, Aluminium wirklich ein bisschen gut gefunden, ne? Noch ein Stoff. Wozu brauchen wir ja ein bisschen Stoff? Cool. Ja, dann will ich ja gar nicht so großartig meckern. Weil dann waren wir zwar irgendwo und ich weiß nicht wo. Dann beim nächsten Mal noch dieses Biokraftwerk da. Ein Biodom. So wie es ist. Noch zu durchstöbern und sowas, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und da müssen wir nach Hause. Ne? Und dann sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Und guck mal, wir sind ja auch schon relativ hoch. Sind jetzt hier bei 57 KTI, ne? Wo haben wir angefangen? Bei 6 heute? Ich glaube, ne? Bei 6 war das. Natürlich ein riesen Unterschied. Oh, da hinten ist noch ein Lavabrocken. Oh, da müssen wir auch hin. Sicher jetzt erst. Das sind mehrere Lavabrockens. Bin ich mal gespannt, wie groß das ist. Wird schon ein bisschen viel größer haben. Gehe ich mal von aus. Aber ist auch gut so. Na, hier unten müssen wir dann noch was klatschen. Dann wieder rein. Ich bin jetzt mit Aluminium angekommen und was wir damit denn beim nächsten Mal machen, dann lassen wir uns überraschen. Also, bis dann.